komplizierte Arbeiten kann ich gleich selbst... Oh, hallo, Sir. Achten Sie nicht auf mich. Ist bloß dummes Zeug. Alles nur Blödsinn. Das ist doch der Dingenswurfer vom Voxophon, der Farbige, der sich doch darüber beschwert hat. Schau an. Was haben wir da? Kiste? Puppen? Was ist hier los? Noch eine Kiste? Mülltonne? Also, hier drüben. Ich habe diese Silver Eagles gefunden. Dort drüben ist ein Verkaufsautomat. Vielleicht gibt's da was für Ihre Gesundheit. Ist vermutlich eine gute Idee. Oh, dieses Lächeln. Alter, ich mag die voll. Gesundheit. Kaufe ich. Bisschen Muni nehmen wir auch gleich mit. Salz nehmen wir auch gleich mit. Und dann hat sich die Sache. Super. Ja, wo ist sie? Da ist sie. Mann, dieser Charakter ist voll gut. Da hält sich Ihre Haushälterin verdächtig. Stellen Sie ein paar Fangfragen. Ausrüstung. Nehmen. Neue Hose. Was? Etwa. Finden Sie nicht, die Vox Populi hat ganz recht mit ihren Beschuldigungen gegen den Propheten? Und bestimmt waren Freunde von ihm. Als ich Columbia zum ersten Mal sah, hatte ich noch nie einen klareren, blaueren Himmel gesehen. Es war wie im Paradies. Hey, Mister. Dann. Hut. Die Augen an das Licht. Kennen wir uns? Da bei der Verlosung vorhin. Ach komm. Man ein Meer von sie werden mir nicht entkommen. Die einen Daisy kalt hat immer gesagt, dass mal einer wie sie kommt. Gern geschehen, sowas mache ich nicht. Einfach irgendwelche fremden Leute bewerfen, die der unteren Gattung angehören, sag ich mal. Sie haben hier nichts verloren, Sir. Gehen Sie lieber, sonst bekommen wir noch beide Ärger. Ach komm, ich wollte nur mal psss und so. Kennst du doch. Bitte. Okay, komm, wir gehen. Bitte. Wenn man sie hier findet, bin ich schuld. Hey! Flawless Flintlock! Die neueste Ausgabe der Serie. Das Erscheinen wurde dreimal verschoben. Bist du ein Schlaukopf? Oder ein Schwachkopf? Ein Schlaukopf reinigt jeden Sonntag ungefragt das Gewehr seines Vaters. Ein Schwachkopf schießt jeden Tag Mäuse damit und stellt das Gewehr schmutzig zurück. Nein. Drum denk immer daran, sei kein Schwachkopf. Ach Gott, jetzt können wir das alles durchmachen. Nee, sorry, das tue ich euch nicht an. Ich werde es, wenn ich mal durchgespielt habe, mir das... Sir, wissen Sie zufällig, wie spät es ist? Es ist ungefähr 7:30. Oh, huh. Danke. Das mit Ihrem Rock verstehe ich auch nicht, wenn ich die ganze Zeit laufe. Der zuckt manchmal so komisch. Ach Mann, was ist das? Kommen Sie, lassen Sie sich mit unserem Landesvater fotografieren. Er hat den Kirschbaum gefällt. Er hat den Delaware überquert. Auf Knien hat er das Schwert des Engels Columbia empfangen. Kommt Leute, zeigt eure Treue zu Flagge und Nation. Bist du ein Schlauch? Brauchen wir Geld? Oder was? Ein Schwach? Hier. Geil. Ja, lalalala. Mach mit. Zu hell, ich sehe nichts. Gut, gehen wir weiter. Sonst machen wir die Folge hier gar nichts mehr. Das ist ja auch scheiße. Hall of Heroes. Huch. Die Schnelle. Moin. Diese. Annabelle? Wie bitte? Ich bin's, Esther. Oh nein, ich bin nicht Annabelle. Ganz sicher? Mein Name ist Elizabeth. Kennen wir uns? Elizabeth? Das ist ja ein ganz reizender Name. Das war ja seltsam. Hat bestimmt Ecstasy genommen. Letzter Kunde. Der Park schließt. Der Park schließt, Leute. Haben wir noch Glück gehabt, wa?
Schuhe gehören wirklich mal geputzt. Ich hab wohl nicht recht aufgepasst. Wird wohl regnen. Besser Regen als Schnee. Vorsicht, ja, hier ist frisch gekehrt. Ja, ja. Verzeihung. Renn doch nicht so. Haben Sie Sauerkraut? Sauerkraut? Ich glaube schon. Oh ja, Sauerkraut, lecker. Wenn Sie es eilig haben, gehen Sie ruhig vor. Einen Silberigel. Okay. Hey, hör auf zu rauchen, das finde ich die Dame nicht gut. Ich weiß nicht. Ich vermute, er hat eine Waffe. Was? Ich? Nein. Klar. Wir schlagen zwei Fliegen mit einer Klappe. Zwei Tickets für die Fahrt zum Luftschiff, First Lady. Ja, Augenblick, Freund. Ja, hab ich. Wie wollen Sie vorgehen? Und schnell, wenn's geht. Hey, Mister, Sie Verstanden. Ich rufe wieder an, sobald alles klar ist. Das gefällt mir nicht. Ja, schick den Vogel. Wir sind bereit für den Zugriff. Entschuldigung, wird man hier mal bedient? Sicher, Sir. Sorry wegen der Warte. Ah! Ah! Was ist denn das? Schnappt sie! Gehen Sie weg von mir! Oh, Selbstverteidigung. Eieiei. Bleib in Deckung. Oh Mann, das war voll schön. Eieiei. Hey, die ist geil. Oh Mann, MG oder Schrot? Ich nehme das MG lieber. Und die Schrot ist halt durchschlagskräftiger, ne? Verdammt, ey. Voxophon. Das ist der Moment, für den wir geübt haben. Der falsche Hirte ist hier. Der genaue Tag war nicht klar, aber wieder einmal beweist sich die seherische Kraft des Propheten. Die Zielperson unserer Aktion muss lebend gefasst werden. Stirbt sie, stürzt sich der Vogel auf uns. Und der hinterlässt nur namenlose, zerfetzte Körper. Das war schon die sechste Zigarette. Das Warten ist unerträglich. Wo ist sie? Nein. Na toll. Alter, ich werde euch kastrieren, ihr Wichser. Wo ist sie? Ah, sehr gut. Was nehmen wir? Gesundheit, Salz, Schildfusion. Hat mal Gesundheit. Gut. Scheiße. Wo ist Elizabeth? Einfach alles. Und ein Voxophon. Der Prophet. Monate und Jahre wurden zu Erinnerungen. Und die Männer im Kongress bekehrten sich zum Guten. Und durch menschliche Technologie und Geld aus Washington schuf der Herr Columbia nach seinem Willen und erhob die Stadt weit über das Sodom unter uns. Sieht zwar ganz geil aus, bleib aber... einfach, wo du bist! Da ist sie. Bleiben Sie mir vom Leib! Hey, komm zurück!
Menschen getötet. Ich kann es nicht fassen. Sie sind alle tot. Sie haben sie umgebracht. Elizabeth, ich... Sie sind ein Monster. Was hast du denn gedacht, was passiert? Was? Hast du eine Ahnung, was diese Leute auf sich genommen haben, um dich in diesen Turm zu sperren? Glaubst du, Leute wie die lassen dich einfach gehen? Du bist ein Investment. Und du bist erst sicher, wenn du weit weg von hier bist. Was wollen die von mir? Keine Ahnung. Aber ich lasse mich ganz bestimmt nicht mehr so überrumpeln. Zeigen Sie mal die Hand. Na. Was da eben passiert ist, war noch nicht alles, habe ich recht. Ich weiß es nicht. So. Danke. Die Arme, ey, das hat voll die Stimmung gestürzt, aber unnormal heftig. Da muss ich mich wohl dran gewöhnen. Ich habe einiges über Medizin gelesen. Ich werde versuchen, sie mit Heilmitteln zu versorgen. Und wenn die Wunde mal tiefer geht, versuche ich, sie fürs Diesseits zu bewahren. Oh, die ist gerade sauber. Die ist gerade... Ich glaube, mit den Nerven ist die gerade ganz schön überfordert. Welcome to Salida's Field. Was? Bereich verlassen. Und ich verlasse auch dann gleichzeitig die Folge. Das ist nämlich ein super Schluss. So, was siehst du hier? Du siehst hier die Endcard von meinen Videos. Unter den ganzen Titeln bin ich erreichbar. Auf YouTube, Facebook, Twitter, Google Plus oder Skype bin ich auch erreichbar. Schreib mir PNs oder sowas, was du gut findest, was nicht. Liken, abonnieren, irgendwas. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Freut mich, wenn du wieder dabei wärst.